Hey, Kay. Sorry, bin spät dran. Kein Ding. Ich hab eh nichts vor. Du wolltest mir was Wichtiges sagen? Doch nicht, dass Chris mich bei seiner Mission dabei haben will, oder? Ich hab ihm schon gesagt, dass ich da keinen Bock drauf hab. Ehrlich, was ihr von seiner Houndwolf-Squad für ihn durchmacht. Nein, danke. Darum geht's nicht. Es geht um dich. Mich? Ich mach mir Sorgen. Wie läuft's in der Schule? Ernsthaft? Dafür hast du mich herzitiert? Machen diese Mädchen es dir immer noch schwer? Du meinst, ob sie mich noch wie ein Freak behandeln? Hey! Sieh mich an. Du bist kein Freak. Doch. Und das weißt du. Darum halte ich mich von den anderen Schülern fern. Wenn sie wüssten, was ich bin. Also, hast du keine Freunde zum Reden? Reden? Worüber? Dass ich kaum ein Mensch bin? Dass ich ein abstoßendes Monster bin? Aber hey, ist okay. Freunde bringe ich selten um. Was, wenn du deine Kräfte loswerden könntest? Ich würde keine Sekunde zögern. Okay, dann lass mich dir was zeigen. Du weißt bereits von Miranda und dem Mutamyceten, wie sie ihn wie besessen untersuchte und ihren Experimenten an Menschen. Wie mir. Genau. Was du nicht weißt, ist, dass wir jetzt Teile ihrer Unterlagen gefunden haben. Offenbar entdeckte sie einen reinigenden Kristall, der den Mutamyceten entfernen kann. Reinigenden Kristall? Wenn wir so einen hätten, könnten wir deine Kräfte vielleicht abschwächen. Womöglich sogar ganz entfernen. Du verarschst mich. Nein, aber die Notizen sind unvollständig. Allerdings habe ich da so eine Ahnung, wo der Rest ihrer Forschung sein könnte. Na dann los, finden wir sie. Wo ist sie? Da drin. Was? Das ist ein Fragment des Megamyceten. Es absorbiert und speichert die Erinnerung derer, die in unmittelbarer Nähe sterben, auch Mirandas. Und damit all ihr Wissen. Wenn du in sein Bewusstsein eindringst, findest du vielleicht etwas über diesen Kristall heraus. Was soll das heißen, in sein Bewusstsein? Okay, also, du, dank deiner Verbindung kannst du die Informationen im Innern erkunden. Das klingt verrückt. Du klingst verrückt. Ja, Rose, aber nicht gefährlich. Okay, es ist quasi wie ein Spaziergang durch jemandes Erinnerung. Und du denkst, das funktioniert? Ein Versuch ist's wert. Was hast du zu verlieren? Wie soll das überhaupt gehen? Du, Scheiße, ich, keine Ahnung. Versuch's zu kontaktieren, dann sehen wir's. Okay. Na gut. Was soll's? Oh mein Gott, Rose ist so komisch. Ja. Als ob sie Sachen sieht, die gar nicht da sind. Creepy. Verzieh dich gefälligst, du Freak. Er will schon mit der befreundet der sein. Ist sowas von nicht normal. Auf ihrer Hand hat sich was bewegt. Was ist los mit der? Hört auf! Creepy. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Echt Abstoß! Bitte, hör auf! Noch hier? Kay! Kay! Wo bist du? Kay! Hier stimmt was nicht.
eklig. Was ist das? Lass mich raus. Ist da jemand? Gefährlich hier. Gefährlich? Wieso? Warte, ich sehe, ob ich einen Schlüssel finde. Da steht mein Name. Für ein Zeug.
Nein! Stopp! Hilfe! Weiter. Aber zu gefährlich hier. Hey, warte! Du Scheiße! Hier sind noch mehr. Wie ich aussehen. Weißt du, was hier vor sich geht? Hey, hörst du mir überhaupt zu?
Gott! Sackgasse! Nein! Bleib weg! Okay. Was waren das für Dinger? Was ist hier los? Wie? Was ist das hier? Wo bin ich? Nicht bevor ich das losgeworden bin! Es gibt hier einen Kristall, der den Pilz entfernt. Ich muss ihn finden! Ohne den gehe ich nirgendwo hin. Wer bist du? Mein Schutzengel? Hast du einen Namen? Du bist ein Engel, also... Gabriel? Michael? Okay. Michael. Und jetzt? Sie tun mir so leid. Eins geschnappt. Ein lebhaftes Ding bist du. Wärst du doch mit dieser Energie weggelaufen? Das hätte die Jagd deutlich unterhaltsamer gemacht. Lass mich los! Lass mich los! Mir scheint, diesem Häschen fehlt es etwas an der nötigen Standhaftigkeit. Ah!
kein Jammer. Mit ein bisschen mehr Biss wirst du sicher entkommen. Und der Kristall gehörte jetzt dir. Der Kristall? Wen haben wir da? Ein neues Häschen, das verfolgt werden möchte. Wie schnell wird es diesmal wohl sein? Findet sie! Bringt sie mir! Bitte. Was? Etwa so? Mal sehen, wo ich das nächste Häschen finde. Sie sind weg. Das muss der Kristall sein. Ich brauche wohl diese Masken, um ranzukommen. Hmm.
du wirklich helfen willst, hilf mir mit diesen Viechern. Was? Also, bin ich quasi allein? Toll. Kern? Meinst du das eklige runde Ding? Wie soll ich das zerstören? Meine Kräfte? Ich bin eigentlich hier, um sie loszuwerden. Okay. Gut, aber wie? Was muss ich tun? Verstärker?
Ich auf keinen Fall durch. Vielleicht komme ich ja irgendwie oben drüber. Und was soll ich mit diesem Ding jetzt machen? Konzentrieren? Okay. Ich fühle mich anders. Okay. Na, da bin ich mal gespannt.